Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video mit Mika und mir. Heute ist ein ganz besonderes Video. Wir nennen es How to get started. Und zwar erzählen wir, warum es bei manchen Menschen nicht klappt, wie zum Beispiel mir, warum es bei mir nicht geklappt hat und was man machen muss, damit man eine Routine bekommt, damit man es sich angewöhnt, aktiv zu sein in seinem Alltag. Wir werden auch ein bisschen darüber reden, so die viele Probleme, die es anscheinend gibt, was Menschen abhalten vom Anfang oder warum die auch irgendwann wieder aufhören, kurz nachdem sie angefangen haben, Sport zu machen. Reden wir über die Themen, wo es auf jeden Fall oft passiert, dass Menschen wieder aufhören mit dem Sport. Genau, also viel Spaß beim Zuschauen. Also es ist kein Geheimnis, dass ich keine Sportlerin bin, im Sinne von, ich war keine Olympiaschwimmerin und ich war auch niemals, ja, du kannst stolz darauf sein. Und ich bin stolz darauf, dass du es bist. Mir wird es jetzt auch warm. Und genau, also ich habe immer gerne Sport gemacht, falls ich klein war. Ich habe in der Schule, ich habe Basketball ausprobiert, ich habe sogar mal Ballett gemacht, ich habe Leichtathletik ausprobiert, ich habe Tennis gespielt. Aber ich bin nie bei etwas lange geblieben. Ich habe geboxt. Dann mit 16, 15, mit Ende 15 habe ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Und habe damals auch eine Art Sucht entwickelt über mehrere Monate, dass ich gefühlt dreimal am Tag zum Sport gegangen bin. Also es gab wirklich Phasen, da bin ich dreimal am Tag zum Sport gegangen oder halt einmal ins Fitnessstudio, aber ich habe als ich aufgestanden bin, habe ich Sport gemacht, dann bin ich zur Schule gegangen, nach der Schule ins Fitnessstudio, nach Hause und vorm Schlafen habe ich auch wieder was gemacht. Ne? Das passiert bei vielen so. Genau, also ich habe eine kleine Sucht entwickelt damals und ja, ich habe super abgenommen, ich habe fast nichts gegessen, war ganz zufrieden damit eine Zeit lang, bis ich dann ein Wunschgewicht damals quasi erreicht habe und aufgehört habe. Ich bin mit Freunden in Urlaub gefahren. Also hast du ein Wunschgewicht erreicht und dann sofort aufgehört, weil jetzt warst du da? Nee, das war dann so ein Übergang, weil ich bin mit Freunden in Urlaub gefahren und ich war dann auch noch 3 Wochen in Moldawien mit meiner Familie. In den Sommerferien war das natürlich. Und dann bin ich rausgekommen. Ich konnte nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Und ich habe dann immer so zwischendurch versucht, Sport zu machen, was mir aber voll schwer gefallen ist, weil meine Freunde hatten alle gar keinen Bock auf Sport. Meine Familie auch nicht. Und ja, das war dann so mit 16, bin ich halt wieder rausgekommen aus der Phase. Und ja, habe dann wieder zugenommen und dann immer wieder gestruggelt mit, probiere ich jetzt krass Low Carb aus, mache ich Low Fat, esse ich gar nichts, mache ich irgendeine Melonendiät, Zitronendiät, was weiß ich. Mit Cayenne. Immer mit Cayenne. Alles Mögliche habe ich dann über die Jahre ausprobiert, so bis ich 19 war. Mal abgenommen, wieder zugenommen und war aber nie glücklich damit. Also und trotzdem, ich habe immer wieder Sport gemacht und dann hatte ich eine Phase, da bin ich ein Jahr bestimmt nicht zum Sport gegangen und habe aber immer dran gedacht und dachte, boah, eigentlich macht es mir ja auch Spaß, aber ich hatte immer im Hinterkopf dieses, ich möchte aber Gewicht verlieren. Und wann war die Phase, wo du ein Jahr nicht gegangen bist? Ja, so von 17 bis 18. 17 bis 18 war das, ja. Auch Abi-Zeit und so weiter, ne? Ganz viel Stress gehabt. Ja, und dann kam eine Phase, wo ich mein Abi gemacht habe. Ich wurde Model, Plus-Size-Model. Und immer mehr durch diesen Beruf auch zu meinem Körper gefunden habe. Weil ich dachte, okay, also irgendwo akzeptiert man das ja doch, Plus-Size zu sein. Ne? Also ich bin auf keinen Fall in diesen Beruf gekommen und war schon voll zufrieden mit mir und fand alles schön. Ich habe damals auch noch gedacht, so, das ist jetzt ja 3 Jahre her, ja, aber hier und da könnte noch weniger. Und man hat sich auch oft verglichen. Ne? Auch, also am Set triffst du viele Straight-Size-Models, wo du denkst, boah, die können alle so viel essen. Ey, da kamen welche mit einer Pizza zum Breakfast quasi, ne? Da kamen die mit einer Pizza, haben eine Pizza gegessen, Mittagessen nochmal Spaghetti, was weiß ich, ne? Ich dachte, ey, wenn ich so essen würde, ich würde so aufgehen einfach nur.
Genau, also immer auch wieder Vergleiche damals gehabt. Aber mit der Zeit wurde das weniger, weil ich immer selbstbewusster auch durch den Beruf wurde. Und vor allem auch habe ich sehr viel Feedback von euch bekommen, wie schön es ist, Plus-Size-Frauen zu sehen. Und dann Ashley Graham, ne? Iskra habe ich gesehen. Und das wurden dann so, ja, so Vorbilder, würde ich sogar sagen. In dem Sinne, dass ich gesehen habe, die akzeptieren ihren Körper. Und wer Iskra kennt, der weiß, die ist auch eigentlich extrem sportlich. Und Ashley Graham gibt sich auch immer wieder Mühe, ne? Ja, und dann, ich kann sogar noch vom letzten Jahr sprechen. Ich habe zwar meine Ernährung umgestellt, ich muss sagen, so seit 2 Jahren habe ich eine schon gesunde Ernährung. Aus meiner Sicht damals, also so eine gesunde Fitnessernährung, ich esse Geflügel, ich esse Magermilch, sage ich mal, also wenig Fett, ich esse schon Kohlenhydrate, aber hatte immer wieder trotzdem noch so Ausraster, sage ich mal, was Zucker angeht. Also so Schokolade fand ich, oder so Ben Jerry's, so ein ganzes 500 Milliliter Teil zu essen, gar kein Problem, ne? Also das mache ich auch. Ja, aber das habe ich halt öfter gemacht, ne? Also ich hatte immer wieder so eine Phase durchgezogen quasi, wo ich ganz clean gegessen habe und dann so 3 Tage nur Scheiße, weil ich nicht mehr konnte, ne? Und da muss man halt auch so die Balance finden, dass man sagt, so nee, also ich habe dann mit der Zeit verstanden, ich darf keinen Cheat Day haben. Ich sag nicht immer, okay, Sonntag fresse ich jetzt alles, was ich will. Nee, ich mache das wirklich nach dem Gefühl. Ich esse einfach gesund. Ja. Ich weiß, dazu mache ich mal ein getrenntes Video, was für mich gesund ist. Ja, weil das, dazu möchte ich kurz sagen, dass das ist ja nicht nur etwas, was so vorkommt bei Plus Size, sag ich mal. Also, ja, ja. Also ich denke, das ist total ein normales Thema bei extrem vielen Frauen, sogar auch Männer. Dass man nimmt sich vor, ich muss jetzt so und so hier essen, weil das hat man gesehen, dass das ist das Korrekte, so zu essen. Und dann, wenn sich die Möglichkeit ergibt, jetzt esse ich das hier, dann geht man so all in. Also man frisst dann einfach alles und dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich war es ja verboten und man dürfte es nicht. Und nachdem ich mit Schwimmen aufgehört habe, war das auch eine von den Sachen, die mich am meisten belastet hat, ständig dieses Denken von, wie perfekt ich mich selbst sehen wollte. Und dann habe ich immer den großen Fehler gemacht. Und genau eigentlich Ben & Jerry's war das Thema, bis mir irgendwann, ich habe irgendwann so eine Frau gesagt, dass ich bin so schwach, dass einmal die Woche esse ich einen ganzen Becher Ben & Jerry's. Und das ist so low life. Und wie kann ich so undiszipliniert sein? Und dann hat sie gesagt, hast du jemals überlegt, dass du vielleicht gar nicht bingst und du isst einfach nur ein Eis. Ja. Und das ist so eine von den Sachen, wo ich am meisten darüber nachgedacht habe, seitdem jemals mit meiner Ernährung, dass eigentlich bin ich gar nicht so gestört. Ich habe einfach mal ein Eis gegessen und muss mich nicht Ja, du hattest bestrafen. Einfach so krasse Anforderungen an dich selbst, was das angeht. Aber und auch genau, ich glaube, Binge-Eating, da muss man auch nochmal ein getrenntes Video zu machen. Ja. Ich habe früher vor ein paar Jahren nicht gewusst, dass es so viele Menschen gibt, die Binge haben. Und weil früher hat es aber keinen Namen, würde ich mal so sagen. Man hat nur gesagt Magersucht und Bulimie. Und ich dachte immer, ich hatte wirklich dann Phasen, ich habe gegessen alles um mich herum. Also es ist wirklich schon Jahre her. Alles um mich herum habe ich gegessen, bis über die Grenze, wo einem schon extrem schlecht wird, ne? Ich war so stolz, wenn ich so anderen Menschen zeigen konnte, guck, was ich alles essen kann, ich bin der Größte. Genauso, wo ich Kind war und ich war sehr stolz, dass ich die größte Füße hatte. Ja? So doofe Sachen. Ja, bei mir war es aber zum Beispiel andersrum. Also ich hab das vor anderen verheimlicht. Ich dachte immer, ich bin die Größte. Ich habe nur so gegessen, wenn es keiner gesehen hat. Also wenn ich alleine zu Hause war. Also es war auch so, in der Pubertät halt, ne? Ja. Genau. Okay, aber wie bist du dann jetzt zu deiner guten Genau, Phase und jetzt zu meiner guten Phase. Ich sag immer, das war auf jeden Fall ein Prozess. Ich musste erstmal lernen, also ich musste mich erstmal mit Ernährung auseinandersetzen. Was ist eine gesunde Ernährung? Und was passt auch zu meinem Körper? Also nicht zu jedem Menschen passt vegan, nicht zu jedem Menschen passt Low Carb, nicht zu jedem Menschen passt Low Keto. Fat, Keto sowieso. Da muss man halt gucken,
man muss experimentieren. Du musst an diese Sache mit sehr viel Geduld gehen. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Deswegen hat das vorher nie geklappt. Ich musste mir das wirklich antrainieren, Geduld zu haben, gut zu mir zu sein, mich nicht fertig zu machen. Zum Beispiel auch nicht mehr auf die Waage gehen. Ich bin auch zwischendurch, ich glaube, 2 Jahre gar nicht auf die Waage gegangen. Klar, ich musste Maßband checken für meine Agentur, aber das ist was anderes. Als Maßband verändert sich nicht so schnell wie jeden Tag die Waage. An einem Tag hast du, ich sag jetzt mal, 120 Kilo, am nächsten Tag hast du 123 Kilo und dann wiegst du wieder 118. Also das hat viel mit Wasser zu tun. Jetzt wiegst du dich aber wieder, oder? Genau, ich habe mich jetzt eine Zeit lang wieder gewogen, dazu wollte ich noch kommen. Sorry. Genau, ich sag noch kurz was zur Waage. Ich bin voll von meinem Punkt ab, richtig Lava-Flash gehabt. genau, Waage ist auch so ein Ding. Ich empfehle das wirklich nur Menschen, die ihr Inneres unter Kontrolle haben. Die jetzt wissen, ich bin an einem guten Punkt angekommen. Ich weiß, die Waage kann schwanken, unabhängig davon, was ich jetzt für einen Erfolg habe. Zum Beispiel, was Muskeln angeht. Also ich habe das jetzt... Ich habe eine Zeit lang eine Darmreinigung gemacht und ganz krass auf Ernährung geachtet. Das war auch eine spezielle Ernährung. Und weil ich wissen wollte, ob ich es auch anderen empfehlen kann und was dann wirklich mit meinem Körper passiert ist, habe ich wieder angefangen, mich zu wiegen. Und das dann aber auch täglich, um anderen dann auch zu sagen, ich dachte, vielleicht nehme ich ja auch zu bei dieser Darmreinigung. Ne? Weil ich habe so viele Kohlenhydrate gegessen, dass ich dachte, okay, ich werde safe zunehmen. Ne? Aber es war das Gegenteil. Also ich habe abgenommen in der Zeit und ich dachte dann, wenn ich es Menschen empfehle, kann ich denen sagen, wie könnte es ungefähr aussehen. Zum Thema Darmreinigung kommt auch noch ein Video, das haben mich auch ganz viele gefragt und jetzt nicht an irgendwas ganz Komisches denken. Also ich habe Präparate genommen, die ich auch im Internet bestellt habe, die mir auch mein Arzt empfohlen hat, die mir auch eine Freundin empfohlen hat, die das auch gemacht hat. Da waren zum Beispiel Flohsamen drin und Bentonit, aber genau dazu ein anderes Video. Und ich fand das sehr hilfreich, um auf seinen Körper zu kommen, um zu merken, was heißt auf seinen Körper zu kommen, auf seinen Körper zu hören. Ja. Und in dieser Zeit habe ich, also ich habe erstmal vegan angefangen, aus Lust und Laune, weil ich ganz viele Dokus geguckt habe und dachte so, boah, ich esse eigentlich gesund, aber ich esse trotzdem so viel Scheiße. Ich wusste gar nicht, was alles in Milch drin ist eigentlich. Ne? Ist ja auch ein Mythos zu denken, dass einfach, weil man vegan ist oder vegetarisch ist, dass dann ist man mega gesund. Genau, du kannst auch, dann wird man abnehmen, ja, oder so. Du kannst auch nur von Cola Zero und Chips leben, dann bist du auch vegan. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Und genau, ich habe, wie gesagt, ich habe mich mit der Ernährung befasst. Und dann, Step by Step, kannte ich ja das schon so von den letzten 2 Jahren, dass ich immer wieder Sport gemacht habe. Ich hatte zwar auch Spaß dran, konnte es aber nicht durchziehen. Und dann habe ich mir gesagt, okay Sabina, mach jetzt langsam. Versuch jetzt einfach mal einmal die Woche richtig ins Fitnessstudio zu gehen und guck dann unter der Woche, wie viel du noch Zeit hast, einfach sowas zu machen. Ob du jetzt meditierst, ob du jetzt einfach ein gutes Stretching machst, ob du einfach spazieren gehst mit einer Freundin, ob du alleine spazieren gehst. Ja, einfach aktiv. Hauptsache, man bleibt etwas aktiv. Machen. Ja. Genau, und das ist auch etwas, was Mika euch erzählen wollte, wie wichtig es ist, einfach anzufangen. Ja, also mit dem Anfangen, zumindest in meinem Beruf, ist es so, ich höre extrem oft auch Ausreden von, warum Menschen nicht Sport machen. Und natürlich abgesehen von... Ich habe keine Zeit, und wo ich dann so sagen, ja, aber guck mal, es gibt Geschäftsführer mit 80 Arbeitsstunden die Woche und die können es immer noch auch schaffen und die machen es eine Priorität zu schaffen, weil nach einer Weile, wenn man es durchgesungen hat, spürt man ja auch mehr und mehr, wie du es auch bemerkt hast, dass du es auch brauchst. Ja. Und dass es dir am Ende viel mehr Energie zurückgibt als... früher zu Hause zu gehen und Netflix zu gucken oder was auch immer es ist, das man macht. Auf jeden Fall, die Ausrede von keine Zeit besteht in meiner Welt einfach nicht. Und das ist zum nächsten Punkt. Es gibt auch so viele Geschichten von, wie lange man etwas machen muss und dass erst nach 30 Minuten fängt die Fettverbrennung an und so. Es ist alles Quatsch. Ich sage immer,
alle Kunden oder alle, die mich fragen, weil ich kriege oft die Frage, Hauptsache mach 10 Minuten, das ist besser, als würdest du keine Minuten machen. Ja. Mach es einmal die Woche, das ist besser, als würdest du es keinmal die Woche machen. Mhm. Und wenn du es dann eine Weile durchgezogen hast, lass uns mal sagen, mit einmal die Woche für 30 Minuten, dann kommt es echt auch schon von alleine, dass ab und zu kriegst du Lust, ein zweites Mal hinzugehen. Und so steigert es sich. Auch wenn man weg ist im Urlaub, ich trainiere dann ehrlich gesagt auch nicht wirklich, aber ich sage dann so, okay, heute ist das Einzige, was ich mache, vielleicht 100 Hampelmann und 50 Kniebeuge und 3 Minuten Springseil oder so etwas. Aber es hilft mir nicht nur körperlich, es ist vor allem auch mental. Das ist auch ein Thema für sich in ein anderes Video, aber wenn es einem mental gut geht, dann kriegt man auch mehr Lust, oft sich so körperlich, so heißt es, betätigen. Ja. Gut. Ja. Einfach aktiv zu sein. Und bei mir ist es im Urlaub zum Beispiel so, ich sag dann, ich drehe jetzt einfach ein paar Bahnen im Pool. Ja. Ich mache einfach irgendwas, ich drehe ein paar Bahnen im Pool, ich weiß nicht, ich gehe einfach eine Runde mehr spazieren, schaue mir die Gegend an, einfach aktiv bleiben oder ich stehe morgens auf, stretche mich richtig, also wenn man wirklich gar keinen Bock hat quasi, ne, im Urlaub. Weil es geht nämlich auch nicht nur darum, dass jetzt war es voll das krasse Programm, was ich gerade hier durchgesogen habe, auch wenn man sagt, ich gehe jetzt 20 Minuten spazieren, dann hast du mehr ein gutes Gefühl, teilweise weil es der Körper es als schön empfindet und es gesund ist, aber dein Hirn auch empfindet es, als ob ich habe jetzt was Gutes hier für mich gemacht. Und das unterstützt andere, weitere positive Prozesse in deinem Körper. Ja. So, es zum Teil gehört dieses Nicht-Aufgeben einfach dazu. Ja, und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel immer mehr mit der Zeit entwickelt habe. Also klar, am Anfang dachte ich mir noch 10 Minuten, ich kann nicht mehr. Ne? Und, aber je öfter du diese 10 Minuten machst, du entwickelst einfach die Kondition. Und ich habe auch irgendwann dann so einen Ehrgeiz entwickelt und ich folge dann zum Beispiel auf Instagram mehr Fitnessprofilen, aber nicht welche, die nur den Arsch in die Kamera stecken, sondern wo Übungen gezeigt werden. Leute, die was machen. Und das ist dasselbe wie, du kannst auch ins Fitnessstudio gehen, wenn du gar keine Ahnung hast. Geh ins Fitnessstudio, geh zu einem Kurs, wo ein Trainer ist und dir zeigt, was du machen kannst. Schau dir ein YouTube-Video an. Es gibt so viele YouTube-Videos mittlerweile mit sehr guten Trainingseinheiten. Lies ein Buch über Training. Also, da gibt es wirklich keine Ausrede. Ja, genau. Weil so kompliziert muss es ja auch gar nicht sein. Man kann ja auch sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und mache 15 Minuten auf dem Fahrrad. Und wenn ich das geschafft habe, darf ich wieder gehen. Ja. Weil, wie du gesagt hast, du hast dann mehr Kondition bekommen. Mhm. Und so wurde es besser. Das ist eine Sache, was passiert. Aber was viel wichtiger ist, was passiert, wenn man mehrmals hingeht für einfach 10 Minuten oder 15 Minuten, wie auch immer, dann hat man sich selbst gegenüber bewiesen, dass ich schaffe das hier. Mhm. Und es ist ein positiver Kreis. Und genauso passiert es im Umgekehrten, dass wenn ich jetzt wieder heute aufgegeben habe und sage, nee, ich bleibe auf der Couch, dann warum mache ich es dann nicht auch wieder morgen? Dann, nee, ich war ja eh nicht gestern, dann kann ich ja auch heute liegen bleiben. Und das ist diesen richtig doofen, sorry, Penner-Spirale. Ja, ich war diese ganze Woche nicht schon, okay, ja, dann sehe ich heute auch wieder nicht, dann fange ich nächste Woche wieder an. Also nächste Woche ist mein Geburtstag, weil ich will an meinem Geburtstag nicht trainieren, ja, dann esse ich viel Torte, bringt ja eh nichts, wenn ich viel esse, mache ich danach die Woche. So darf man überhaupt nicht denken. Entschuldigung, gibt es Ausreden, gibt es genügend. Ja. Und man muss da raus und man muss wirklich machen, wie ihr bestimmt alle in irgendwelche Fitnessmagazine schon gelesen habt, man muss eine Gewohnheit daraus machen. Ja. Und es wird tausendmal auch geschrieben, weil es tatsächlich stimmt. Man muss den Körper und vor allem den Hirn lernen, dass man es baut und dass das gehört zu meinem Leben. Genauso wie alle anderen Sachen, die du jeden Tag machst oder mehrmals die Woche machst. Mhm. Und es gibt keinen Weg vorbei. Ja, man sagt ja auch, man entwickelt eine neue Gewohnheit, indem man es 21 Tage durchzieht, quasi. Das ist sowas, wo ich so finde, ja, es ist kein schlechter Ansatz zu sagen, ich gehe jetzt 3 Wochen einmal ins Fitnessstudio. Ja. Also man kann wirklich so anfangen, dass man in 3 Wochen sagt, okay, ich möchte in diesen 3 Wochen regelmäßig das und das machen oder ich möchte
Also es ist nicht nur, was Sport angeht, ob du ein Buch lesen willst, ob du es ist ein Karteikarten Ziel. Für die Uni lernen willst, ob du, ich weiß nicht, ob du auch sagst, ich möchte mir mehr Schlaf gönnen. Also ich gehe jetzt 3 Wochen lang früher schlafen. So, ja. Das ist, also egal worauf du das beziehst, das ist ein guter Ansatz, finde ich schon mal. Und es hängt aber trotzdem damit zusammen, dass man hat sich was vorgenommen. Und man hat es durchgezogen, ja. Und das ist ein Erfolgserlebnis. Ja. Und Erfolgserlebnisse heißt es, beitragen immer dazu, dass Menschen das weiterhin machen. Mhm. Weil jeder Mensch mag Erfolgserlebnisse. Ja. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von diesen 100-Tagen-Challenges, wo man sagt, ich mache jetzt. Oder 30-Tage-Challenge, wo man sagt, ich gehe jetzt jeden Tag zum Sport. Jeden Tag gehe ich für eine Stunde zum Sport. Das ist etwas, finde ich, was man eher machen kann, wenn man schon fit ist. Und wenn man schon so ein gewisses Gefühl dafür bekommen hat. Und nicht, wenn man gerade erst anfängt und sagt, also von 0 auf 100 quasi. Ja, dass man sagt, jeden Tag. Genau, man ist überfordert. Ja. Dann schafft man vielleicht 10 Tage, das wirklich zu machen. Dann kommt ein schlechter Tag und man denkt, scheiße, jetzt kann ich die 30 Tage von neu anfangen. Dann gibst du wieder auf. Ja. Und fühlst dann wieder, ah, okay, ich kriege wieder nichts auf der Reihe in meinem Leben. Mhm, oder genau. Sportbezüglich zumindest. Du bist eher enttäuscht. Dann ist wieder so schlimm. Du lieber einfach so sagen, ey, einmal die Woche krieg das auf der Reihe und dann gehst du 2-mal die Woche. Oder mehr. Genau. Aber das ist ja auch genauso, wie wir die Trainingsvideos, die wir demnächst hochladen, gestalten haben. Dass Sabina und ich zeigen unterschiedliche Übungen. Es wird kein so Real-Time-Training, es ist so die Seiten-Kniebeuge, wie die richtige Ausführung ist und so. Und wir schreiben, sagen dann in dem Video dazu, dass man könnte davon 2 bis 3 Runden, 15 Wiederholungen machen. Unsere Empfehlungen. Unsere quasi. Empfehlung, genau. Aber die Empfehlung, was wir auch sagen, ist ganz, also, wie heißt es, auch, dass wenn jemand sagt, nee, ich mache nur einen Durchgang, so nur 15 Wiederholungen von jeder Übung oder nur 10 Wiederholungen von jeder Übung oder 20, wie auch immer, dass das auch okay ist. Dass erstmal wenn man geht nicht es mehr darum, schafft. Ne? Ich sag immer, wenn du aber wirklich merkst, du könntest noch mehr, man muss auch an seine Grenzen gehen irgendwann. Also wenn du relativ fit bist und sagst, nee, ich mache jetzt aber nur eine Runde, 10 Wiederholungen, das bringt dir im Endeffekt nicht viel, wenn du zum Beispiel an deinem Körper arbeiten willst. Das ist dann, also ich finde, für den Anfänger ist es voll okay, aber wenn du kein Anfänger mehr bist, du musst durchziehen, um an gewisse neue Reize. Stationen zu kommen, sage ich mal, und um Reize zu entwickeln. Das ist ja klar. Also wir machen eine Empfehlung und jeder startet da, wo er halt ist oder sich fühlt an dem Tag. Weil zum Beispiel auch wahre Geschichte. Gestern waren wir ja auch gemeinsam beim Sport. Beim CrossFit. Beim CrossFit, wo ich immer hingehe, hier in Berlin. Und ich denke, für dich war es so auch Ziel, okay, ich muss das hier einfach schaffen. Ja, also bei mir war das so, ich war voll fertig an dem Tag. Mir ging es den Tag davor schon nicht mehr gut. Dann morgens, mittags hatte ich immer noch Probleme, ging es mir nicht gut. Dann haben wir noch das Video gedreht, wo ich wieder Sporteinheiten gezeigt habe. Aber ich habe gemerkt, okay, mir geht es jetzt besser, aber immer noch nicht sehr gut. Aber es war okay und ich war dann auch schon da und dann, ich habe immer so ein bisschen Schiss vor solchen neuen Sachen. Wollte ich gerade sagen. Ich hatte Angst. Ne, so ich dachte jetzt, okay, ich bin jetzt voll der Loser hier eigentlich. Das ist ein voller Crossfitter hier und ich komme dann da an und komme ich da an, was soll ich da machen? Ne? Und dann dachte ich, und dann habe ich Mika gesagt, weißt du, ich werde es versuchen. Wenn ich merke, es geht nicht, mir geht es nicht gut, ich höre auf, ich setze mich hin, ich warte auf dich, aber ich werde es versuchen, wie ich es gemacht. Also ich habe so Kompromisse mit mir selber gemacht, wie ich dieses Workout durchziehen kann heute. Ja, und das war ja das, worauf ich hin wollte. Hauptsache gestern war, dass wir beim Sport waren. Ja. Dass du warst beim Sport unter den Voraussetzungen, die du gestern hattest. Ja. Und ich war auch gestern beim Sport. Ich habe dir ja auch erzählt, ich hatte jetzt auch nicht wirklich mega Lust. Und bei mir ist eine andere Sache, dass
alle erwarten immer, dass, weil ich 10 Jahre her bei Olympia war, dass der muss ich jedes Mal so eine Weltklasse-Leistung zeigen. Wollte ich gerade auch sagen, die meisten denken, wie, du hast keinen Bock, ne? Sport ist doch dein Leben. Und ich habe einfach auch so gedacht, boah, ich wollte es auch nicht, aber ey, geh hin, krieg ein gutes Training und 100% geht es mir besser danach, als wäre ich einfach faul hier rumgehangen und wir hätten nur Eis gegessen oder so etwas. Das haben wir dann danach gemacht. Aber wir waren beim Sport. Egal, ob man einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag hat, in der Regel ist es die schlaue Entscheidung, irgendetwas zu machen. Genau. Nicht unbedingt jeden Tag, so meine ich es auch nicht, aber... Auch wenn du nicht deine Bestleistung an dem Tag erreichst, du hast im Endeffekt was gemacht. Mach etwas. Ich denke, wir haben es jetzt deutlich gemacht. Ja, das ist unser Motto. Ja. Mach etwas. Ich kenne übrigens auch eine, die steht jeden Morgen auf und als allererstes, sie ist eine ziemlich übergewichtige Frau. Ja. Und jeden Morgen steht sie auf und macht 100 Hampelmann. Das ist nicht schlecht. Das ist das, was sie durchziehen muss jetzt für eine Weile. Hast du ihr das gesagt? Nein, das ist eine Frau von meiner Heimat, wo ich herkomme, in Dänemark. Und die hat mir einfach erzählt, dass das macht sie jetzt. Das ist das, was sie macht. Und sie bleibt einfach weiterhin natürlich. Und sie ist auch zufrieden damit. Also sie merkt, sie kommt damit zurecht. Ne? Ja, sie weiß, ich werde jetzt nicht im Size Zero davon. Ja. Das hat sie auch längst akzeptiert, was auch richtig gut ist, wenn man mal akzeptiert, dass so hier bin ich. Mhm. Aber für ihre Gesundheit sagt sie, jeden Morgen mache ich entweder 100 Hampelmänner oder 100 so einfach so Sprünge auf der Stelle. Genau, und das wollte ich noch sagen. Wie ich es geschafft habe, regelmäßiger zum Sport zu gehen, ist, ich habe diesen Gedanken losgelassen, meine äußere Hülle nur zu verändern. Ja. Ich bin mehr auf die Schiene mit Gesundheit gegangen, wo ich gemerkt habe, ich bewege mich so wenig in meinem Alltag, aber für die Gesundheit, vor allem in meinem Alter, es ist so wichtig, sich zu bewegen. Also ich habe halt auch einen Führerschein, ich habe mein Auto, ich bin viel im Zug unterwegs, im Flugzeug, ja, ich bewege mich. Genau, ich bewege mich nicht viel und ich merke auch, wenn ich mich nicht bewege, ich kriege so depressive Zustände irgendwann. Also wenn du wirklich 2 Wochen liegst so nur im Bett, sitzt im Büro und sitzt in deinem Auto, da habe ich gemerkt, das tut mir persönlich nicht gut, weil ich den Unterschied kenne, wie es mir geht, wenn ich aber was mache. Tut ja auch viele Menschen nicht gut. Ja. Deswegen, es ist ja nicht ohne, ohne Spaß. Man sagt es ja nicht als ein Witz, dass man es tatsächlich überlegt, ob man Sport auf Rezept bekommen soll. Ja. Aber obwohl es vielleicht auch eher ein anderes Thema ist für ein anderes Video. Noch ein Video? Ja, könnt ihr uns ja auch schreiben. War das genau auch das, was mein Workout-Ansatz geändert hat, seitdem ich aufgehört habe mit Schwimmen. Das war, dass es, als ich bei Olympia war, wog ich 58 Kilo und jetzt wiege ich vielleicht so immer zwischen 65 und 67. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht gerade dick. Nee, einfach eine ganz andere nicht. Muskelmasse. Aber das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich mich nicht mehr so oft wiege, weil damals hat es mich gestört, heute ist es mir egal. Ja. Aber irgendwann habe ich es geändert, meine Ansicht, warum ich zum Sport gehe. Und zwar nicht, weil ich abnehmen wollte, sondern weil ich hingehen wollte und versuchen, etwas Gutes zu leisten und gucken, dass es mega cool ist, was mein anscheinend sportlich krassen Körper kann. Mhm. Also so und das einfach genießen. Genau. Übertrieben gesagt, mich selbst da ein bisschen so feiern, dass ey, ich bin so stark, ich kann das hier machen oder auch wenn ich nicht stark bin, ich bin dann immer hingegangen und am Ende hat das ja so viele positive Gefühle in mir ausgelöst, dass dann kommt alles von alleine. Ja, meine Schwestern, die lachen mich immer aus, die sagen, wie kannst du das lieben, zum Sport zu gehen? Und ich sage denen immer, ich habe es nicht von Anfang an geliebt. Ich musste mich am Anfang schon etwas dazu überwinden und zwingen. Mhm. Aber als ich gemerkt habe, was für Vorteile ich daraus ziehen kann, mein ganzer Körper, meine mentale Stärke, was ich alles für Vorteile daraus ziehen kann, habe ich Gefallen daran gefunden. Und es ist immer noch so, dass ich heute mich zwingen muss. Ja. Dass ich manchmal denke, boah, ich habe heute gar keinen Bock. Aber ich weiß, dass es mir einfach langfristig super viel bringt. Und ich habe auch aufgehört mit diesem, wie dieses, einen Monat mache ich jetzt viel Sport und danach halt gar nicht mehr. Nee, ich habe es mir angewohnt, wirklich regelmäßig
etwas zu machen, es in meinen Alltag zu integrieren und es ist jetzt wirklich eine Gewohnheit geworden. Also etwas, was mir gefällt, was ich brauche und ich kann mir im Moment nicht mehr vorstellen, gar nichts mehr zu machen, weil ich einfach nicht mehr will, dass es mir so geht, wie es mir zu der Zeit ging, wo ich nichts gemacht habe. Ja, aber weißt du, was mir gerade einfällt? Apropos Bock, ja? Mhm. Da möchte ich gerne die Gelegenheit jetzt nutzen, um mal ein bisschen Erziehung zu machen. Ja. Weil ich finde es manchmal übertrieben nervig oder nicht produktiv, dass alles immer darum gehen muss, wie habe ich denn gerade Bock? Also hast du ja auch nicht Bock, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, aber wir haben es ja trotzdem herausgefunden, dass das ist trotzdem eine schlaue Entscheidung, weil sonst kannst du deine Miete nicht bezahlen. Und weil du dann einfach nicht Bock hat, mal wieder zum Sport gehen, dann ist das Ergebnis einfach, dass du hast auch weniger Bock auf dich selbst und deinen Körper und so weiter im Endeffekt und dann auf deine Umgebung und so weiter. Du musst halt ein Gleichgewicht finden mit dem Kopf und mit der Bock-Sache. Mhm. Und ich habe einfach immer so ein Beispiel, ich habe auch keinen Bock, jeden Tag Leinsamen zu essen. Also es schmeckt einfach nach nichts. Ich habe nicht Bock darauf, aber ich weiß, es ist gesund. Deswegen esse ich die Scheiße auch, weil ich weiß, es tut meinem Körper gut. Und dann, ich habe einfach jetzt so einen Kompromiss mit mir gefunden. Und ich finde, genauso ist es bei den Aktivitäten, die man macht. Also man hat nicht immer, ich hatte gestern eigentlich keinen Bock auf dieses CrossFit-Training, aber ich wusste, es gibt mir irgendwo einen Reiz. Und danach hatten wir Bock. Genau, und danach hatte ich richtig Bock. Ja. Genau, also das war's auch für heute mit dem Video. Bitte nicht vergessen zu kommentieren, diesen Kanal zu abonnieren irgendwo hier an diesem Knopf. Und ja, weil wir brauchen es so ein bisschen zu wissen, welche Themen interessant für euch wäre oder welche Themen, die wir, wie heißt es, ausgiebiger, heißt es so? Detaillierter genau. Sprechen sollten. Genau, also gerne auch mal wieder eure Wünsche äußern, sei es auf Instagram, bei Mikas Channel, auf meinem Channel. Deswegen, also wir freuen uns auch über jede Nachricht. Ich freue mich über jede Nachricht, wo ich sehe, dass ihr mir... Wir haben Bock auf Nachrichten. Genau, wir haben voll Bock auf Social Media Nachrichten. Und ich finde es immer so schön zu sehen, dass wir euch motivieren. Und wenn mir jemand sagt, ey, ich habe mich wieder zum Sport getraut wegen dir, das ist... Mega. Das macht mein... Made my day. Also wirklich, das ist das Allerschönste für mich. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Deswegen... Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns. Ciao.